zentralen Fragen des Lebens. Wie wird man glücklich? Das Streben nach dem Glück vereint uns alle. Aber was ist Glück? Das sind die kleinen Dinge des Alltags, die mich glücklich machen. In dem Moment, dass ich hier sein kann und kann frei sein, das bedeutet für mich Glück. Das ist das Glück. Wenn ich jetzt zum Wagen gehe und mein kleiner Zwergdackel begrüßt mich. Klar ist, Glück entsteht im Gehirn. Forscher können messen, wenn im Belohnungszentrum Glückshormone ausgeschüttet werden. Wir sind alle biologische Wesen. Und unabhängig von dem, was subjektiv für mich Glück ist, haben wir alle ein Instrumentarium eingebettet in unserem Gehirn, letztendlich in unseren Genen. Und das ist bei uns allen gleich. Und das sagt, wir haben die Möglichkeit, Belohnung zu empfinden, Belohnung zu erwarten. Nur was Belohnung verspricht, das ist ganz unterschiedlich. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied ist glücklich. Denn auf der Suche nach dem Glück machen sich viele Menschen ganz unbewusst unglücklich. Aber warum? Untersuchungen ergaben, dass Konsum und Geld wenig zum Wohlbefinden beitragen, sobald die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Oft behindern sie das Glück sogar, weil es von dem ablenkt, was wirklich wichtig ist. Ständige Vergleiche führen zu Eifersucht und Verbitterung. Man wird unfähig, mit sich selbst zufrieden zu sein und eigene Erfolge zu schätzen. Wer es allen recht machen will, macht seinen Selbstwert von anderen abhängig, ist immer auf der Suche nach Bestätigung. Bleibt diese aus, wird an der eigenen Person gezweifelt. Glücklich macht dagegen offenbar das, was die Dänen praktizieren. Hygge, das ist die Fähigkeit, Genuss zu empfinden, im Augenblick zu leben und dankbar zu sein. Hygge, das Beisammensein mit meiner Familie, Traditionen. Miteinander reden, es sich gemütlich machen, das ist Hygge. Hygge bringt uns zum Schmunzeln. Wenn wir auseinandergehen, lächeln wir alle, weil wir uns eine Zeit lang gemeinsam wohlgefühlt haben. Nicht umsonst gelten die Dänen und andere skandinavische Völker seit Jahren als die glücklichsten. Aber auch Ausdauersport oder regelmäßige Entspannungsübungen machen glücklich. Beides lässt Nervenzellen im Hippocampus sprießen, einer Region, die eine wichtige Rolle im Lern- und Belohnungssystem des Gehirns spielt. Neurobiologen wie Tobias Esch sehen dahinter eine vorgegebene Methode des Körpers, Stress abzubauen und Glück zu empfinden. Wir glauben, dass biologisch diese Fähigkeit, zu entspannen oder zu laufen und darüber mein Stresslevel zu senken und das Hirn formbar, plastisch und lernbar zu machen, dass das ein universelles Prinzip ist. Und der Mittler, die Schaltstelle, ist eben das Belohnungssystem im Gehirn, was uns sagt, das, was du jetzt tust, reduziert deinen Stress, das ist gut für dich. Und deswegen merk dir das, wie du da hingekommen bist, damit du es beim nächsten Mal wiederholen kannst. Vielleicht ist man also gerade dann glücklich, wenn man das Glück nicht sucht, sondern sich dafür entscheidet. Aber das ist gar nicht so einfach, oder? Ja, Professor Tobias Esch weiß, wie es geht. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Machen Sie uns glücklich. Hallo. Wir entscheiden uns für das Glück, sagen Sie ja. Wenn wir wirklich glücklich werden wollen, ist das die Voraussetzung. Wie mache ich das? Naja, die Dinge, die ich erlebe, auch wenn sie vielleicht ungut sind, so wie heute Morgen im Stau stecken zu bleiben, zu schauen, was kann ich an der Situation ändern, dann ändere ich das oder was muss ich einfach akzeptieren? Also die Freiheit, die ich habe, in einer Situation für mich eine Entscheidung zu treffen, wie ich darauf reagieren will, das ist die Kunst im Grunde genommen. Jetzt sagen ja ganz viele immer, jeder ist so seines Glückes Schmied. Grundbedürfnisse haben wir im Film schon gehört, sind natürlich wichtig. Das heißt, wenn ich irgendwie dauernd gucken muss, wie ich überhaupt überleben kann, wo ich Geld herbekomme und vielleicht noch eine Krankheit mit mir rumschleppe, wird es auch mit dem Glück schwer. Absolut. Also man muss wirklich aufpassen bei dem, was sich Neudeutsch Glücksforschung nennt, dass das nicht darum geht, dass man einfach eine rosarote Brille aufsetzt und sozusagen quasi zynisch Dinge nicht sieht, die zu sehen sind oder die nicht gut gehen. Und es gibt viele Menschen um uns herum, denen es überhaupt nicht gut geht. Aber darum geht es nicht. Es geht im Grunde darum zu schauen, was ist der Teil, den ich selber gestalten kann. Und möchte ich in die Rolle dieses Ohnmächtigen geraten oder kann ich auch lernen aus Situationen, die vielleicht schwierig sind? Jetzt sagen ja Sie, Glück ist ein biologisches Phänomen. Das passiert im Hirn. Das kann man auch irgendwie messen. Was passiert da genau? Also wir können sozusagen im Glücksmoment sehen, dass im Gehirn bestimmte Areale aufleuchten, die einfach für gute Gefühle, für positive Gefühle zuständig sind. Wir forschen seit 20 Jahren über das Belohnungssystem im Gehirn. Und das ist genau der Ort, wo sozusagen etwas Sinnvolles oder etwas Positives belohnt wird. Und mit den Techniken, die wir heute haben, kann man sozusagen unmittelbar zeigen, wenn Menschen in einem positiven Gefühl sind, dass diese Zentren beteiligt sind. Ja, und wie komme ich in so ein positives Gefühl?
Also ich sag mal, das A und O ist im Grunde genommen in Beziehung sein, in Beziehung mit sich selber sein, was für viele Menschen auch schwierig ist, aber natürlich auch in Beziehung zu anderen Menschen sein. Also das heißt nicht, dass ich mich nur in einer rosaroten Wolke von Menschen umgebe, die mir wohlgesonnen sind, den ganzen Tag sagen, du bist super. Ja. Aber es bedeutet ein Stück weit daran zu arbeiten, sinnlich zu sein. Genuss haben wir eben gehört. Ja? Oder auch mal Danke zu sagen. Also wirklich diesen Kontakt zum anderen Menschen zulassen und bei sich selber anzufangen damit. Bist du glücklicher, seit du den Mann deines Lebens gefunden hast? Auf jeden Fall. Aber das, ich würde tatsächlich auch total unterschreiben, dass Glück Übungssache ist. Also dass es viel damit zu tun hat, dass ich mich wirklich darum gekümmert habe. Und ich denke immer, oder ich finde es sehr einleuchtend, dass uns sozusagen unser Geist die Welt erzählt und dass man dann auch gleich dort ansetzen kann, wo sozusagen unsere Wirklichkeit gemacht wird. Ne? Und dass man also in der Meditation zum Beispiel ja den Geist auch einfach zu Mustern umerziehen kann, sanft sozusagen, die glücklicher machen. Das klingt immer so esoterisch und hokuspokusmäßig, aber Sie erforschen das ja wirklich und sagen, auch Meditation ist wirklich ein Weg, der uns glücklicher machen kann. Absolut. Wie können wir das dann machen? Was ist dann ganz konkret ein Tipp für alle zu Hause? Für mich, wie setze ich mich hin und programmiere mein Hirn in Richtung glücklich sein? Also es fängt im Grunde genommen an, dass ich, wenn ich am Morgen den ersten Schritt aus dem Bett mache, dass ich den bewusst wahrnehme. Also wenn ich den Fuß aus dem Bett sitze, wirklich auch spüren, jetzt, hier in diesem Moment, wie fühlt sich das an, wie fühle ich mich an? Das sind die kleinen Rituale im Alltag, wenn ich einen Raum betrete, die Türklinke runterdrücke, wahrnehme, ich betrete einen neuen Raum. Also immer wieder sich bewusst in den Alltag sozusagen einen sinnlichen Moment schaffen. Und das kann man ausdehnen, Meditationsphasen von 7 Minuten. Wir haben eine Meditations-App gebaut, bei der man das zeigen kann. Oder eben klassischerweise tatsächlich einmal am Tag, wir nennen das innere Einkehr. Also wirklich so einen bewussten Zeitraum zu haben, vielleicht am Abend mit einem Glas Wein haben wir gerade gehört, ja, einen bewussten Zeitraum haben, wo ich mal innerlich in diesen Moment gehe, dass ich ganz da bin. Ja, aber geht auch ohne Wein, oder? Es macht Alkohol glücklicher. Nein, deswegen habe ich das eben auch schon festgestellt. Ja. Als Arzt darf ich das natürlich und sollte ich das auch nicht empfehlen. Es geht ohne. Aber hier dieses Ding, dass das Hirn schrumpft, wenn man dauernd negative Gedanken hat und dauernd jammert, das war mir neu. Auch das haben Sie nachgewiesen. Ja, oder? Gut, also das wichtig ist zu wissen, das Gehirn ist formbar. Das ist ein Organ, das lebt. Und das verändert sich in die Richtung dessen, wie es benutzt wird. Das heißt, wenn ich Dinge tue wie Sport, ähnlich wie ein Muskel, positive Dinge, gibt es bestimmte Areale, die sozusagen an Größe und an Funktion zunehmen. Und genau das Gleiche funktioniert leider auch andersrum. Ich kann mich also auch in den Zustand des Alarmiertsein, des Gestresstsein, des Unglücklichsein hineinüben. Mhm. Und dann sehen wir genau tatsächlich auch entsprechende Veränderungen. Jetzt gibt es ja zwei Dinge, die immer wieder dann kommen, wenn man sich mit der einschlägigen Literatur beschäftigt. Das eine ist, lebe im Moment, dann bist du glücklicher. Ist das vielleicht damit schon gemeint, wenn man bewusst auch jede Tür wahrnimmt, jeden Raum, den man betritt? Oder? Es geht ein bisschen darum, wobei wichtig ist, dieses Leben im Moment eben auch wieder nicht so als zynischen Moment nach dem Motto, ich blende alles aus. Ja. Wir alle kommen irgendwo her und wir alle gehen irgendwo hin. Und das ist wichtig, dass das nicht ein selbstverliebtes nur ich ist, sondern Leben im Moment heißt im Grunde genommen, der Moment jetzt ist das Einzige, was jetzt real ist. Und sinnlich sein kann ich nur jetzt. Ich kann mit den Gedanken in der Zukunft sein und in der Vergangenheit. Aber eine Sinneserfahrung kann ich nur jetzt machen. Und die Fülle des Lebens, übrigens auch die unangenehmen Dinge, bestehen aus diesen sinnlichen Erfahrungen. Auch wenn ich lernen will, brauche ich dieses. Und das passiert jetzt. Ja. Und dann habe ich gelesen, dass man, wenn man sich Sachen aufschreibt, die einen glücklich machen heute, dass man auch dadurch über einen bestimmten Zeitraum einfach sich selber in Richtung positives Denken umprogrammiert? Stimmt absolut. Das? Also in meinem Buch schreibe ich ja genau diese verschiedenen Übungen auf, wie zum Beispiel Dankbarkeitsübungen oder ein Tagebuch, was man führen kann, wo es darum geht, diese Momente, wir alle sind sozusagen vorprogrammiert, wir nennen das eine Negativitätsvoreinstellung, dass wir sozusagen auf Alarm und Kampf oder Flucht vorprogrammiert sind, weil es immer darum geht, jemand könnte mir Böses wollen. Aber in unserer heutigen Welt geht es eigentlich eher selten um Kampf oder Leben und Tod. Und genau aus diesem Autopilotmodus herauszutreten und auch nicht nur, aber auch die positiven Dinge wertzuschätzen, indem ich sie bewusst mir klar mache und vielleicht aufschreibe, das hilft. Sozusagen wieder ein bisschen der Balance zu finden zwischen all dem Unangenehmen und den Dingen, die vielleicht trotz allem auch gut gelaufen sind. Das hilft dann vielleicht. Ja, aber du machst ja Songs draus, ja, oder? Du kannst ja auch Songs draus machen. Ich mache auch Songs draus, aber ich schreibe tatsächlich jeden Tag Tagebuch und auch mache Wochenrückblicke und Dankbarkeitsübungen und so. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ganz toll. Wunderbar. Ja. Ich bin da gerade dran, da gehört natürlich immer auch Disziplin dazu.
Ich habe so einen Timer, da ist das eingepreist. Da steht so drin, um was warst du heute glücklich? Ja, aber manchmal vergisst man es dann wieder. Also es gehört schon auch Disziplin dazu, glücklich zu sein. Das ist wie in alles im Leben. Es ist Übung macht den Meister. Das klingt ein bisschen arg platt, ja, aber es ist tatsächlich so. Wenn wir das nicht tun, verlieren wir auch zum Beispiel diese Fähigkeit über die Zeit, genau dann die Dinge so zu sehen. Also ja, es braucht tatsächlich ein bisschen Arbeit. Sind dann auch ältere Menschen automatisch vielleicht ein bisschen glücklicher, weil die schon mehr Erfahrung mitbringen und schon wissen, wie es läuft? Also das ist eine ganz spannende Frage, die wir im Moment auch aktuell beforschen, weil das Glück sich über die Lebenszeit zu verändern scheint. Von diesem jugendlichen Glück, was Verliebtsein bedeutet und Vergnügen und Momente, die dann auch wieder sozusagen aufhören, hin zu vielleicht eher etwas dezenterer Zufriedenheit, die sich im Laufe des Lebens einstellt. Vielleicht aufgrund der Erfahrung, man erntet ein bisschen vielleicht das, was man über das Leben gesät hat. Und ja, das stimmt, wir erfahren, für mich war das eine der spannendsten Erkenntnisse der letzten Jahre in unseren Forschungen und auch anderer Menschen, dass Forscherkollegen, dass im Alter, anders als wir glauben, sich eher auch Zufriedenheit einstellt. Und eine ganz spannende, ganz neue Geschichte ist diese Serendipity. Ja. Der Wissenschaftler sagt, das ist das Ding, was irgendwie noch kommt. Erklären Sie uns ganz kurz, worum es geht. Es geht im Grunde genommen darum, dass wir kennen im Deutschen das Sprichwort, wer sucht, der findet. Und im Grunde genommen heißt Serendipität, wer findet, der findet. Also aus diesem Modus, ständig etwas haben zu müssen und zu erwarten, rauszugehen in diesen Modus, schauen, was kommt. Und dann Dinge, die zufällig passieren, quasi anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Also in diesen Findermodus zu geraten. Und dafür brauche ich aber die Achtsamkeit. Ja, das ist so eine Grundentspanntheit, oder? Die, glaube ich, dann auch ganz zentral ist, um überhaupt so ein bisschen das Leben anzunehmen. Ich muss diese Anwesenheit, dieses im Moment. Ich kann die tollsten Momente an mir vorbeiziehen lassen, wenn ich gerade nicht achtsam bin, dann verfliegen die einfach und dann sind sie verloren. Ja. Trainieren Sie selbst jetzt auch noch Ihr Glück jeden Tag? Oder allein durch die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema ist man schon ein bisschen glücklich? Wir haben gerade gesagt, man muss daran arbeiten. Ich arbeite auch daran. Das reine Erdenken oder Erforschen macht's nicht. Nein, ich tue genau die Dinge auch. Ich versuche mir mehrfach am Tag wirklich ganz bewusst zu sein, wo ich bin, wie es mir geht, auch durch längere Entspannungs- oder Meditationsrituale, durch Yoga und vor allen Dingen durch Beziehungen zu Menschen, die mir besonders wichtig und nah sind. Ja, schön, dass Sie uns jetzt zumindest für ein paar Minuten näher waren. Ja. Also mich hat es schon ein bisschen glücklicher gemacht. Ja, jetzt. Mich auch. Ja, vielen Dank. Und Sie zu Hause hoffentlich auch. Vielen Dank, Herr Professor, für den Besuch. Ja, vielen Dank. Jederzeit wieder vorbeikommen. Muss ja nicht immer nur der Tag des Glücks sein. Wir wollen jetzt jeden Tag zum Tag des Sehr Glücks gerne. Aber natürlich auch in Beziehung zu anderen Menschen sein. Also das heißt nicht, dass ich mich nur in einer rosaroten Wolke von Menschen umgebe, die mir wohlgesonnen sind, den ganzen Tag sagen, du bist super. Ja. Aber es bedeutet ein Stück weit daran zu arbeiten, sinnlich zu sein. Genuss haben wir eben gehört. Ja? Oder auch mal Danke zu sagen. Also wirklich diesen Kontakt zum anderen Menschen zulassen und bei sich selber anzufangen damit. Bist du glücklicher, seit du den Mann deines Lebens gefunden hast? Auf jeden Fall. Aber das... ich würde tatsächlich auch total unterschreiben, dass Glück Übungssache ist. Also dass es viel damit zu tun hat, dass ich mich wirklich darum gekümmert habe. Und ich denke immer, oder ich finde es sehr einleuchtend, dass uns sozusagen unser Geist die Welt erzählt und dass man dann auch gleich dort ansetzen kann, wo sozusagen unsere Wirklichkeit gemacht wird. Ne? Und dass man also in der Meditation zum Beispiel ja den Geist auch einfach zu mustern umerziehen kann, sanft sozusagen, die glücklicher machen. Das klingt immer so esoterisch und Hokuspokus-mäßig, aber Sie erforschen das ja wirklich und sagen, auch Meditation ist wirklich ein Weg, der uns glücklicher machen kann. Absolut. Wie können wir das dann machen? Was ist dann ganz konkret ein Tipp für alle zu Hause? Für mich, wie setze ich mich hin und programmiere mein Hirn in Richtung glücklich sein? Also es fängt im Grunde genommen an, dass ich, wenn ich am Morgen den ersten Schritt aus dem Bett mache, dass ich den bewusst wahrnehme. Also wenn ich den Fuß aus dem Bett setze, wirklich auch spüren, jetzt hier in diesem Moment, wie fühlt sich das an, wie fühle ich mich an? Das sind die kleinen Rituale im Alltag, wenn ich einen Raum betrete, die Türklinke runterdrücke, wahrnehme, ich betrete einen neuen Raum. Also immer wieder sich bewusst in den Alltag sozusagen einen sinnlichen Moment schaffen. Und das kann man ausdehnen, Meditationsphasen von 7 Minuten. Wir haben eine Meditations-App gebaut, bei der man das zeigen kann. Oder eben klassischerweise tatsächlich einmal am Tag, wir nennen das innere Einkehr. Also wirklich so einen bewussten Zeitraum zu haben, vielleicht am Abend mit einem Glas Wein, haben wir gerade gehört, ja, einen bewussten Zeitraum haben, wo ich mal innerlich in diesen Moment gehe, dass ich ganz da bin.
Ja, aber geht auch ohne Wein, oder? Es macht Alkohol glücklicher. Nein, deswegen habe ich das eben auch schon festgestellt. Ja. Als Arzt darf ich das natürlich und sollte ich das auch nicht empfehlen. Es geht ohne. Aber hier dieses Ding, dass das Hirn schrumpft, wenn man dauernd negative Gedanken hat und dauernd jammert, das war mir neu. Auch das haben Sie nachgewiesen. Ja, oder? Gut, also wichtig ist zu wissen, das Gehirn ist formbar. Das ist ein Organ, das lebt. Und das verändert sich in die Richtung dessen, wie es benutzt wird. Das heißt, wenn ich Dinge tue wie Sport, ähnlich wie ein Muskel, positive Dinge, gibt es bestimmte Areale, die sozusagen an Größe und an Funktion zunehmen. Und genau das Gleiche funktioniert leider auch andersrum. Ich kann mich also auch in den Zustand des Alarmiertsein, des Gestresstsein, des Unglücklichsein hineinüben. Mhm. Und dann sehen wir genau tatsächlich auch entsprechende Veränderungen. Jetzt gibt es ja zwei Dinge, die immer wieder dann kommen, wenn man sich mit der einschlägigen Literatur beschäftigt. Das eine ist, lebe im Moment, dann bist du glücklicher. Ist das vielleicht damit schon gemeint, wenn man bewusst auch jede Tür wahrnimmt, jeden... Aber auch Ausdauersport oder regelmäßige Entspannungsübungen machen glücklich. Beides lässt Nervenzellen im Hippocampus sprießen, einer Region, die eine wichtige Rolle im Lern- und Belohnungssystem des Gehirns spielt. Neurobiologen wie Tobias Esch sehen dahinter eine vorgegebene Methode des Körpers, Stress abzubauen und Glück zu empfinden. Wir glauben, dass biologisch diese Fähigkeit, zu entspannen oder zu laufen und darüber mein Stresslevel zu senken und das Hirn formbar, plastisch und lernbar zu machen, dass das ein universelles Prinzip ist. Und der Mittler, die Schaltstelle, ist eben das Belohnungssystem im Gehirn, was uns sagt, das, was du jetzt tust, reduziert deinen Stress, das ist gut für dich. Und deswegen merk dir das, wie du da hingekommen bist, damit du es beim nächsten Mal wiederholen kannst. Vielleicht ist man also gerade dann glücklich, wenn man das Glück nicht sucht, sondern sich dafür entscheidet. Aber das ist gar nicht so einfach, oder? Ja, Professor Tobias Esch weiß, wie es geht. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Machen Sie uns glücklich. Hallo. Wir entscheiden uns für das Glück, sagen Sie ja. Wenn wir wirklich glücklich werden wollen, ist das die Voraussetzung. Wie mache ich das? Naja, die Dinge, die ich erlebe, auch wenn sie vielleicht ungut sind, so wie heute Morgen im Stau stecken zu bleiben, zu schauen, was kann ich an der Situation ändern, dann ändere ich das oder was muss ich einfach akzeptieren? Also die Freiheit, die ich habe, in einer Situation für mich eine Entscheidung zu treffen, wie ich darauf reagieren will, das ist die Kunst im Grunde genommen. Jetzt sagen ja ganz viele immer, jeder ist so seines Glückes Schmied. Grundbedürfnisse haben wir im Film schon gehört, sind natürlich wichtig. Das heißt, wenn ich irgendwie dauernd gucken muss, wie ich überhaupt überleben kann, wo ich Geld herbekomme und vielleicht noch eine Krankheit mit mir rumschleppe, wird es auch mit dem Glück schwer. Absolut. Also man muss wirklich aufpassen bei dem, was sich Neudeutsch Glücksforschung nennt, dass das nicht darum geht, dass man einfach eine rosarote Brille aufsetzt und sozusagen quasi zynisch Dinge nicht sieht, die zu sehen sind oder die nicht gut gehen. Und es gibt viele Menschen um uns herum, denen es überhaupt nicht gut geht. Aber darum geht es nicht. Es geht im Grunde darum zu schauen, was ist der Teil, den ich selber gestalten kann. Und möchte ich in die Rolle dieses Ohnmächtigen geraten oder kann ich auch lernen aus Situationen, die vielleicht schwierig sind? Jetzt sagen ja Sie, Glück ist ein biologisches Phänomen. Das passiert im Hirn. Das kann man auch irgendwie messen. Was passiert da genau? Also wir können sozusagen im Glücksmoment sehen, dass im Gehirn bestimmte Areale aufleuchten, die einfach für gute Gefühle, für positive Gefühle zuständig sind. Wir forschen seit 20 Jahren über das Belohnungssystem im Gehirn. Und das ist genau der Ort, wo sozusagen etwas Sinnvolles oder etwas Positives belohnt wird. Und mit den Techniken, die wir heute haben, kann man sozusagen unmittelbar zeigen, wenn Menschen in einem positiven Gefühl sind, dass diese Zentren beteiligt sind. Ja, und wie komme ich in so ein positives Gefühl? Also ich sag mal, das A und O ist im Grunde genommen in Beziehung sein, in Beziehung mit sich selber sein, was für viele Menschen auch schwierig ist, aber natürlich auch in Beziehung zu anderen Menschen sein. Also das heißt nicht, dass ich mich nur in einer rosaroten Wolke von Menschen umgebe, die mir wohlgesonnen sind, den ganzen Tag sagen, du bist super. Wie wird man glücklich? Das Streben nach dem Glück vereint uns alle. Aber was ist Glück? Was sind die kleinen Dinge des Alltags, die mich glücklich machen? In dem Moment, dass ich hier sein kann und kann frei sein, das bedeutet für mich Glück. Das ist das Glück. Wenn ich jetzt zum Wagen gehe und mein kleiner Zwergdackel begrüßt mich. Klar ist, Glück entsteht im Gehirn. Forscher können messen, wenn im Belohnungszentrum Glückshormone ausgeschüttet werden. Wir sind alle biologische Wesen. Und unabhängig von dem, was subjektiv für mich Glück ist, haben wir alle ein Instrumentarium eingebettet in unserem Gehirn, letztendlich in unseren Genen. Und das ist bei uns allen gleich. Und das sagt, wir haben die Möglichkeit, Belohnung zu empfinden, Belohnung zu erwarten. Nur was Belohnung verspricht, das ist ganz unterschiedlich. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Aber nicht jeder Schmied ist glücklich. Denn auf der Suche nach dem Glück machen sich viele Menschen ganz unbewusst unglücklich. Aber warum?
Untersuchungen ergaben, dass Konsum und Geld wenig zum Wohlbefinden beitragen, sobald die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Oft behindern sie das Glück sogar, weil es von dem ablenkt, was wirklich wichtig ist. Ständige Vergleiche führen zu Eifersucht und Verbitterung. Man wird unfähig, mit sich selbst zufrieden zu sein und eigene Erfolge zu schätzen. Wer es allen recht machen will, macht seinen Selbstwert von anderen abhängig, ist immer auf der Suche nach Bestätigung. Bleibt diese aus, wird an der eigenen Person gezweifelt. Glücklich macht dagegen offenbar das, was die Dänen praktizieren. Hygge, das ist die Fähigkeit, Genuss zu empfinden, im Augenblick zu leben und dankbar zu sein. Hygge, das Beisammensein mit meiner Familie, Traditionen. Miteinander reden, es sich gemütlich machen, das ist Hüggen. Hygge bringt uns zum Schmunzeln. Wenn wir auseinandergehen, lächeln wir alle, weil wir uns eine Zeit lang gemeinsam wohlgefühlt haben. Nicht umsonst gelten die Dänen und andere skandinavische Völker seit Jahren als die glücklichsten. Aber auch Ausdauersport oder regelmäßige Entspannungsübungen machen glücklich. Beides lässt Nervenzellen im Hippocampus sprießen, einer Region, die eine wichtige Rolle im Lern- und Belohnungssystem des Gehirns spielt. Neurobiologen wie Tobias Esch sehen dahinter eine vorgegebene Methode des Körpers, Stress abzubauen und Glück zu empfinden. Wir glauben, dass biologisch diese Fähigkeit, zu entspannen oder zu laufen und darüber mein Stresslevel zu senken und das Hirn formbar, plastisch und lernbar zu machen, dass das ein universelles Prinzip ist. Und der Mittler, die Schaltstelle, ist eben das Belohnungssystem im Gehirn, was uns sagt, das, was du jetzt tust, reduziert deinen Stress, das ist gut für dich. Und deswegen merk dir das, wie du da hingekommen bist, damit du es beim nächsten Mal wiederholen kannst. Vielleicht ist man also gerade dann glücklich, wenn man das Glück nicht sucht,